drei simple Trading-Methoden auf dem Weg zum Coins-Millionär und natürlich noch ein kleiner Rückblick auf das gestrige Video, wie sich meine Karten dann verkauft haben und wie ich sie angeboten habe, weil immer wieder die Fragen aufgekommen sind. Ey Swapix, wie machst du das mit den Preisen? Servus, grüezi und hallo. Freut mich übrigens, dass es euch so krass geholfen hat, das gestrige Video. Gerne auch hier Daumen nach oben, Kommentar da lassen und den Kanal abonnieren, denn das motiviert mich natürlich noch viel, viel mehr Content hier zu bringen, um euch dabei zu unterstützen, dass ihr, ja, auf euren RTGs, auf euren Trade to Glories ganz, ganz schnell so viele Coins habt, um jedes Spieler, jedes Team und jeden Spieler spielen zu können, auf die ihr Bock habt. Gut, ihr seht jetzt hier ein paar Verkäufe von meinem Team, das oder von den OTW-Karten, die ich mir am Freitag noch mitgenommen hatte. Die sind jetzt raus. Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen von den Preisen her anpassen. Theo Hernandez, De Jong etc. alle schön gestiegen. Habe ich natürlich vergessen. Egal, war trotzdem schön. Die Karten habe ich, also Theo Hernandez, De Jong und auch Harvard, habe ich am Freitagnachmittag eingekauft im Drop. Das war schön. Hat man wahrscheinlich pro Karte so 10 bis 15k gebracht. Sage ich großes Dankeschön an den Brandalen für den Call. Ansonsten habe ich jetzt, hier geht's weiter. Im gestrigen Video, wer es angeschaut hat, wer es noch nicht gesehen hat, schaut es euch bitte an. Habe ich euch zwei Overpowered UV-Listen vorgestellt, ja. Ich gehe mal kurz hier rein. Hab's dann auch, wie versprochen, auf Twitter gepostet, die ganze Liste hier. Die erste Liste ist so eine Mischung aus Karten, die benötigt werden, um SBCs zu lösen. Die zweite ist so eine wegen Rashford, weil Rashford ist ja gekommen aus SBC. Und viele Leute wollen, oder viele Spieler wollen den natürlich einbauen in ihre Teams und benötigen deshalb die Links. Und somit, ja, haben wir es halt wie gestern wieder beschrieben, habe ich die Karten bei mir auch angeboten. Und jetzt zeige ich euch, was sich davon alles verkauft hat. Bei mir ist es immer so, ich bestücke meine Liste, darf man das so sagen hier, ich bestücke meine Liste immer live im Stream, auch heute. Also ich gehe jetzt dann in 30 Minuten gleich live, kommt gerne vorbei. Ansonsten ist es ein, genau die Spieler wie Vardy, wie ein Lucas Hernandez, wie ein Ndidi jetzt nicht. Das sind noch so Premier League bezogene Add-ons, die ich nur im Stream, aber hier seht ihr einen Sancho, auch nochmal ein Hernandez. Dann Grealish war da gerade. Ja, auch heute Abend könnten La Liga Spieler, La Liga Santander, Real Madrid Spieler interessant werden, wenn Valeri Play of the Month wirklich kommt. Ja, aber ihr seht die ganzen Karten, auch Ziyech, Premier League, dann ein Saka. Und hier kommen wir zu den Außenverteidigern. Chilwell, Klaus, Rabiot, auch eine SPC-Lösung, Bergwijn SPC-Lösung, Karstrup, Mukiele. Ihr seht die ganzen Karten, Kornet, spielbar und SPC-Lösung verbaut. Ja? Auch die Marco SPC-Lösung, Frankowski, Thierry Correa. Ihr seht auch von meinen Preisen, 4.100 ist immer ein sehr, sehr geiler Preis, weil es so Zahlen drin ist, so 1.300, 1.400, also zum Marktwert. Wenn ihr jetzt gerade keinen Bock habt, irgendwas zu machen, wenn ihr sagt, oh, das Snipen ist mir zu anstrengend, Freunde, dann holt euch zumindest so einen Klaus, ja, einen Semedo, einen Karstrop, einen Mukiele, einen Frankowski, nicht jetzt unbedingt das erste Mal jetzt rauskommen, den möchte ich noch weiter testen, einen Baku, unbedingt dann auch, wie gesagt, diesen Chilwell da. Holt euch die Außenverteidiger aus der AV-Methode, ist hier auf meinem Kanal nochmal genauer beschrieben, welche da gut gehen. Holt euch die zumindest, macht den Position Change, kostet euch 1500 und bietet es an, so 4100, 5100. Macht zumindest das, dann habt ihr da definitiv eine Einkommensquelle. Für alle anderen, die sagen, ey, ich habe gerade so Bock mit dir zu grinden, ich will auch, wie du, seit gestern, 52 Verkäufe haben, schaut euch nochmal das Video an. Hier seht ihr nochmal, ich gehe nochmal durch, ihr könnt es dann auch passieren, was ich für Preise habe auf den Spielern. Die Spieler, die jetzt nicht rausgegangen sind, da werde ich womöglich mal den Preis anpassen. Entweder ein bisschen niedriger setzen oder ein bisschen höher setzen. Nur weil du eine Karte, nur weil du der günstigste bist auf dem Markt, heißt es das nicht, dass deine Chance auf dem Verkauf höher ist. Nee, nee, das habe ich auch immer gedacht, aber ist tatsächlich nicht so. Bleibt es bei der Preisgestaltung immer so im Bereich Zahlendreh, also Zahlen zu deinem Vorteil zu drehen. Bedeutet, wenn die Karte 1,3, 1,4, 1,5 kostet, für 4, 1,5, 1 etc. anbieten. Und ja, das wäre es dann zu dem. Ihr seht, es funktioniert. Wer noch Probleme damit hat, nutzt die Kommentarfunktion. Lasst euch bitte nicht da erwischen, dass ihr ungeduldig werdet. Ja, das Ganze ist ein Prozess. Es dauert ein bisschen, bis du reinfindest. Aber sobald du deine Karten gefunden hast, geht es durch die Decke. Ja. Kommt gerne auf Twitter rüber, nämlich ich habe jetzt noch drei Low-Budget-Trading-Methoden, die ich gerne nochmal mit euch durchgehen möchte. Zum einen könnt ihr es super simpel machen, ich zeige es euch ganz kurz, diese Shadow- oder Hunter-Methode bedeutet, ihr kauft euch beliebte Karten, wie diesen Lucas Hernandez hier, mit einem Shadow. Ja, den kriegt es normalerweise immer relativ leicht, ihr sniped. Bei mir ist es zumindest so,
wenn ihr sagt, nee, das Snipen ist jetzt überhaupt nichts für mich, dann versucht mal die Karte. Naja, so 500 über Markt, der könnt ihr da schon bezahlen, ja, zu erbieten. Lucas Hernandez steht derzeit bei, bei so 5.300. Ja, heißt, okay, das ist der aktuelle Marktwert, da gehe ich dann auf 5.600 und stelle mir hier Shadow ein. Ja, also es heißt jetzt nicht, ihr sollt alle auf den Lucas Hernandez gehen. Ja, das wäre immer natürlich blöd, wenn wir, sondern versucht es einfach nur spielbare Karten zu finden in diesem Preissegment zwischen 2 bis 6k oder was und holt euch die Dinge dann. Ich erhöhe dann immer diesen Maxpreis und versuche dann, wenn einer reinkommt, einen mit Shadow aufzuklatschen. Ja, wäre natürlich jetzt top, wenn es klappt. Wie gesagt, wenn ihr sagt, nee, das funktioniert bei mir überhaupt nicht, dann erbietet euch die Karte einfach. Gehen wir mal auf 5,7, schauen wir mal, ob einer reinkommt. Zack, zack, 5,4. So, jetzt habe ich einen für 5.400 bekommen als Innenverteidiger und dann liegt es an euch, wie ihr den anbietet. Ich kann nur sagen, 1.000 bis 2.000 pro Karte kann man da locker rausholen, geht auch ein bisschen mehr, okay? Und dieses Prinzip, wenn ihr aber sagt, nee, ich habe jetzt gerade Bock zu snipen und ich will schnell Coins umsetzen, dann bietet es ihn an, ein bisschen günstiger, dann kann es jetzt sein, dass ihr den innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Runden verkauft. Bei mir ist so, dass ich hatte 4 Lucas Hernandez gestern aufgenommen, das zu testen. Bis heute waren die alle verkauft, seit gestern habe ich ungefähr 15 Mal angeboten. Und so dann halt den nächsten Lacroix zum Beispiel. Ja. Optimal wäre natürlich, wenn ihr die Karten mit einem Shadow unter Marktwert sniped oder auch noch Position gechanged. Ihr geht auch als linker Verteidiger, okay? Das wäre die Methode 1. Methode 2 ist eine komplett simple Methode. Also das kann wirklich jeder machen, der überhaupt keinen Bock hat, sich mit irgendeinem Markt zu befassen. Hier geht es auf Verbrauchsobjekte, holt euch dann entweder Shadows, oder Hunter, oder noch einfacher, ihr geht auf Position-Modifikatoren, holt euch dann so 80 Stück oder was, oder keine Ahnung, 70, 80 Stück für 1.500 und bietet die einfach. Ihr kauft jetzt die bis 1.500, sniped euch die Dinger, er bietet euch die Dinger und dann bietet ihr an für 2.500, 2.600, immer so steigern und am besten wäre es natürlich, ihr bietet die zeitversetzt an, also nicht alle gleichzeitig, funktioniert auch, aber wenn ihr zeitversetzt anbietet und ihr werdet staunen, wie viel da rausgeht, am besten auch so eine Mischung, Shadows, Hunters, Position Modifikatoren nehmen und die einfach nur anbieten, ja, einfach nur anbieten, andere Preise immer wählen und dann einmal am Tag oder was nachkaufen. Im Hinblick auf die erste Weekend League nächste Woche sollten die grundsätzlich sowieso steigen, die Verbrauchsobjekte, aber bei den Dingen jetzt, also das ist wirklich super simpel, da machen sehr, sehr viele, mega viele Coins, kann ich euch auch nur ans Herz legen, das mal zu testen, Methode Nummer 2 und Methode Nummer 3 ist wieder diese simple Beat-Methode, ja, die sollte wirklich jeder einfach machen, der noch keine Ahnung hat vom Trading, der überhaupt keinen Bock hat, sich mit irgendwas zu befassen. Sucht euch Karten aus Top-Ligen, Top-Nationen, stellt euch hier ein, erstmal Gold, ja, geht dann in die Premier League, zack. Ich gehe immer sehr, sehr gerne auf Verteidiger und dann stellt ihr ein, Maxpreis 400, sagen wir 400, zack. Und dann geht ihr durch, okay, schaut ihr gute Liga, den Spence kann man schon mal nehmen, für 350er bieten, zack. Dann den Jules Bär für 300, ist ein Franzose in der Premier League, sehr, sehr geil, Top-Liga, Top-Nation. Auch diesen Johnny kannst nehmen für 3,50, ja. Und dann gehst du tatsächlich so durch, ja, Maitland James wäre jetzt auch gegangen, Fredericks ist noch eine sehr, sehr gute Karte, versuchst für 3,50, 300 zu bekommen, die Karte, und bietest sie dann für 750 bis 800 an. Und da macht's die Masse, da bist du halt dann wirklich, gehst du mal durch, ja, bittest du, sobald du dann die Liste wieder voll hast, sobald du Verkäufe hast, holst du den nächsten Schub dann aus deiner Kandidatenliste raus, hier, da. Und so arbeitest du dich auch easy peasy an ein bisschen Budget an. Also du hast wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Am besten wäre natürlich noch, das geht aber dann schon ein bisschen in Marktkenntnis oder zumindest SBC-Kenntnis, dass du auf Footwing gehst, schaust du die SBC-Lösungen an und denkst du, ja okay, der Jules Bär ist verbaut, der Honorar ist verbaut und dann holst du gezielt solche Karten, weil dann wird deine Liste noch ein bisschen effektiver laufen. Aber am effektivsten wäre es natürlich jetzt noch, wenn du diesen Spence zum rechten Verteidiger, genauso Jules Bär und Johnny zum linken Verteidiger, wenn der geht, Moment, muss ich kurz schauen, genau, geht, anbieten würdest, dann hast du die Außenverteidiger-Methode auch noch mit drin. Also ich fasse nochmal zusammen die Top 3, meiner Meinung nach Top 3 simplen Trading-Methoden sind zum einen dieses Shadow-Hunter-Sniping von den Karten, die spielbar sind. Ja, Stürmer natürlich mit Hunter, Verteidiger mit Shadow. Dann Nummer 2, ja, ganz klar dieses Chemistry-Style, also Verbrauchsobjekte einfach mal listen, das ist wirklich überhaupt ein total simpler No-Brainer. Und Nummer 3 wäre dann eben diese Beat-Methode, komplettes Video nochmal zur Beat-Methode gibt es hier auf dem Kanal. Sollte es jetzt dazu noch Fragen geben, nutzt gerne die Kommentarfunktion. Ich gehe jetzt gleich live in 30 Minuten, wer es gesehen hat. Ich freue mich auf euch, sagt gerne Hallo, wenn ihr rüberkommt, dann in den Stream.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis morgen zum nächsten Video. Weiß allerdings noch nicht genau, was wir reingehen. Auch gerne hier Vorschläge antreffen, wo es noch hakt. Peace out, euer